musst anstehen, ohne Hände. Für eine Sache dort. Ja, nein, da dient so eine rote Schnur. Oh, da steht der Bär an dieser Bude. Da sind wir genau richtig. Ja, auf jeden Fall. Da können sie uns noch eh rauslassen. Ja, machen wir. Aber ich warte da. Das wird da Platz stehen. So, lala. Hereinspaziert. Jetzt befinden wir uns im Herzstück des Ludwig und Adeles. In unserer schönen kleinen Küche. Das Künstlerhaus gibt es seit mittlerweile gut 150 Jahren. Es ist eigentlich ein einzigartiges Haus in Wien, weil wir hier die Chance haben, Ausstellungsräume, Kino und Gastronomie unter einem Dach zu haben. Ludwig Lenzer an sich war für uns ein unbeschriebenes Blatt. Er hat gelernt im Hotel Zentral in einem 5-Sterne-Hotel in Tirol. Und über Freunde sind wir eben zu diesem Kontakt gekommen und er war uns sympathisch und wir hatten ein gutes Gefühl und zu wenig Zeit, um noch nach was anderem zu suchen. So, das würzt man nur mit Salz und Pfeffer. Das braucht man jetzt nochmal scharf machen. Also wie wir sehen, ist die Küche hier von der Größe her einfach ein bisschen begrenzt. Es wird auch die komplette Catering-Geschichte hier rausgekocht. Sprich, der Ludwig und sein Team haben alle Hände voll zu tun. Prinzipiell ist es so, dass wir ausschließlich mit regionalen Produkten kochen. Dadurch, dass wir in diesem Nobelbezirk ansässig sind, sind wir trotz unserer Qualität sehr, sehr günstig. Also hier sehen wir eine Tranche vom Lachs. Ist vom Bauch vom Lachs. Der Lachs an sich ist ein sehr fettiger Fisch. Dennoch ist es das allerfettigste Stück, was der Lachs so hergibt. Serviert wird heute das Ganze mit Sesam, schwarzem Pfeffer, Limetten und Karotten. Hier haben wir eine unserer Spezialitäten, Rindsbackerl mit Selleriepüree, Balsamico-Schalotten und Senfsaat. Ja, da kommt immer der Chef in die Küche und frisst alles weg. Zum einen haben wir einen sehr ausgewogenen Mittagstisch. Die Abendkarte ist eher auch regional gehalten, also wir sind doch eher traditionell veranlagt. Im Pendant zu unserem Mittagsmenü, wo wir wirklich quer durch alles versuchen, wo sich unser Chefkoch auch immer wieder selbst neu erfindet. Damit ich nicht allein am Tresen sitze, habe ich mir noch zwei gute Freunde eingeladen. Rainer ist mit mir gemeinsam nach Wien gezogen und es ist immer wieder schön, wenn ich ihn sehe und wir ein bisschen gemeinsam um die Häuser ziehen können. Mit Matthias habe ich wirklich die Tonstube aufgezogen in harter Arbeit und wir verbringen eigentlich mittlerweile die letzten 3 Jahre durchgehend zusammen. Bist du schon mal im Borg gesehen, sieht man es an? Ja, ja, klar. Also ich bin der Eröffnungspartner, bin ich nicht weg. Aber laufen tut's gut. Schon? Ja. Ja, das glaube ich. Das ist sowieso eine brandheiße Hütte, ne? Also. Ja, renommiert halt. Ich meine, der hat echt jeden Tag ist da irgendwas los. Also. Ja, und ist aber jeden Tag voll, oder? Pumpvoll ist nicht jeder Tag, aber es ist schon so, dass wirklich, also es gibt keine Arbeit, wo irgendwie eine Flaute ist. Okay. Er tut halt Jazz ein bisschen breiter interpretieren. Das finde ich ganz cool. Da kann auch mal eine Rockband sein oder so. Also er scheißt sich da gar nichts. Für Christoph Huber ist halt das Größte, wenn er eine Band entdeckt, sozusagen. Ja, genau. Der ist für einen viel mehr wert. Dann kann er sagen, hey, die haben mir im Borgi das erste Mal gehört, wo noch keiner erzählt hat. Ja. Mir ist nur wichtig, dass der Gin Tonic kalt ist. Das kann mir jetzt kontrollieren. Das wäre wichtig. Das Borgi und Best ist eine Wiener Legende und es ist eigentlich in Europa allseits bekannt als einer der renommiertesten Jazzclubs. Passt alles? Alles in Ordnung. Du, ich bin mit zwei Jungs da, ich denke, was zum Essen bestellen. Ja. Machst du mal ein paar Vorspeisen, ein paar Hauptspeisen. Okay? Okay. Passt. Alles klar. Ja. Bis später. Im Borgi hat der Koch denn einige gute Leckereien für uns vorbereitet, zum Beispiel Pralinen vom Alpenlamm mit Preiselbeeren, Risotto mit Bauchspeck und Rosmarin, Schwarzbrottoast mit Zelchfleisch oder Spinatknödel mit Graukäse und Salbeibutter. Im Borgi und Best fahren wir einen
nicht identen, aber ähnlichen Küchenstil wie in unserer Homebase, dem Ludwig und Adele. Was wir mehr forcieren, ist die Tatsache, dass das Borgi und Best so kleine Tische hat und es wirklich ein Abend- und Nachtbetrieb ist, dass wir wirklich das Essen im Glas da drüben versuchen zu perfektionieren. Danach sind wir vom Borgi und Best an die Würstelbude unter der Albertina. Wenn man in Wien eine Grätzeltour startet, ist ein Besuch bei der Würstelbude einfach unumgänglich, weil ein Eitrige und ein 16er Blech sowie ein Jägermeister zum das Ganze runterspülen ist einfach unumgänglich. Jetzt kommen wir Würstel essen. Nee, Mann. Moll. Kurz Mitzinger vorbei. Hast du keinen Hunger? Moll voll. Schon, oder? Ja, das ist sehr. Aber das Borgi prinzipiell eine gute Geschichte, oder? Das erste taugt. Ey, hast du mich beschissen gefunden. Darum haben wir dich mitgenommen. Da ist das Sachhotel. Ist irgendwann mal fünfmal Mal eine Sachertorte ja, ja. Drin? Schon? Und? Ja, der Kaffee kostet 4,50 und die Sachertorte ist staubtrocken. So. Also, nicht gut? Ja, es geht, finde ich. Echt? Ja. Mit wem warst du? Mit Mama. Mit Mama? Ja, ja. Ja, ja. Aber wenn du hier schaust, das Panorama ist schon geil da, weißt du, Dope. Hier ist ein Eitrige. Sehr, ich gerne Eitrige und drei kleine Bier. Willst du Gurkel, Pfeffer, ohne irgendwas schaffen zu tun? Ein Gurkel nehme ich gern. Ja, da eine rauf mal da. Jawohl, rein, Marie. Herrlich, herrlich. Herrlich. Schon wie es da angestanden hat, also die Bude läuft. Dass Österreich bei der nächsten WM dabei ist, hätte ich sehr gehört. Das können wir nicht. Das ist eher kurz da, oder was? Die Jägermeister, das waren ja keine normalen Jägermeister, die waren ja Halbliter Jägermeister. Normal sind die viel kleiner. Nach denen weiß ich eigentlich eh gar nichts mehr. Was lachst du blöd? Komm mal eh. Jetzt geht's ab in die Tonstube. Das ist unser Herzstück sozusagen. Matthias Nie und dieses Lokal eröffnet. Neben dem Studium, so sage ich jetzt mal ganz klassische Rauschaktion. Und dann haben wir dieses Lokal angeschaut, es war super grindig, eine alte Pizzeria. Haben gesagt, hey, scheiß drauf, das ziehen wir jetzt durch, das machen wir jetzt. Und dann haben wir alle unsere Freunde aktiviert, was man da drin machen könnte, haben alles selber umgebaut. So, und da ist Tee. That's my hood. Dann sind wir noch zurück in die Tonstube, um einen kleinen Znünner vorzubereiten. Znünner ist eine Brettljause, damit unsere Freunde ohne was in den Magen kriegen, dass sie dann noch ein bisschen mit uns am Tresen saufen können. Jo, hey, hab ich Ehre. Wir befinden uns jetzt in der Getränkemanufaktur von Ludwig und Adele und der Tonstube Wien. Das ist unsere kleine Braustätte sozusagen. Hier wird 3 bis 4 Mal in der Woche Tonic Water, Ludwigs Zitrone, Adeles Orange und der Kaluko Homemade Ice Tea gebraut. Und er ist der Mann dahinter. Ich würde sagen, ich hole mal den Käse. Papa Bruno hat wieder Käse geliefert. Familienbetrieb, Bregenzerwälder Bergkäse, wahres Gold in Wien. Mein Vater schickt mir eigentlich alle 3 Wochen und mittlerweile schon fast jede Woche ein 30-Kilo-Backerl, damit der Käse immer auf Vorrat da ist. Das wäre zum Beispiel ein 12-monatiger Bergkäse, gereift und gemacht im Bregenzer Wald. Wir werden heute den 10-monatigen nehmen, der da ein bisschen eine härtere Konsistenz ist, nicht so bröckelig und nicht ganz so scharf wie der 12-monatige. Normalerweise bei einem guten Käse wird die Rinde immer mitserviert. Immer. Allerdings haben wir da heute sicher einige besoffene Leute da draußen. Sprich, die Rinde sollte nicht mitgegessen werden. Bregenzerwälder Bergkäse mit einer hausgemachten Chili-Marmelade. Dazu geben wir einen hausgemachten Feigensenf.
ein bisschen Äpfel, das ist traditionell im Vorarlberg. Kriege ich auch ein Bier eigentlich, wenn der Einzige, der arbeitet. Also wir lassen auch das Bier aus der Heimat kommen, weil wir halt so ganz brutal traditionell sind und nur unser eigenes Bier trinken. Ist ganz eine kleine Brauerei, kennt eigentlich niemand, aber das Bier ist echt super. Stoßen, ne? Los! Ein kleiner Wälder-Aussalon. In einer Selfie-Gruppe, das war's so, ja.